der Reihenfolge, dass da keine Gerüchte entstehen an dieser Stelle, und zwar den Herrn Dr. Balleis, den Herrn Eckstein, den Herrn Glauber und den Herrn Karl. Und Herr Karl, grüße Sie. So, ich mache den Kreis mal in diese Richtung auf. Fangen wir gleich vorne an. Der Herr Dr. Siegfried Balleis, an die erste Stelle gesetzt, Kraft des Alphabetes. Es geht ja sicherlich jetzt auch darum, bei der Region Nürnberg Synergien zu nutzen. Das wird sicherlich eine der Hauptaufgaben sein bei dieser Region Nürnberg. Wie sehen Sie denn da in Ihrem Bereich die Möglichkeiten? Also Synergien wird ja häufig umschrieben, 1 plus 1 ist 3. Eigentlich ein mathematisches Paradoxon, aber ich meine, es zeigt einmal auf, dass die Summe mehr ist als die einzelnen Teile. Und ich meine, dass wir gerade in einem europäischen Einigungsprozess nicht mehr jede Stadt allein für sich wursteln kann, sondern dass die Städte zusammenarbeiten müssen und natürlich auch die Landkreise zusammenarbeiten müssen in der Region. Und nicht nur die Kommunen, sondern auch die jeweiligen Akteure in den Kommunen. Das sind die Arbeitgeber, das sind die Arbeitnehmer, das sind die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Und hier ist in hohem Maße Zusammenarbeit angesagt, um diese berühmten Synergieeffekte dann tatsächlich auch umzusetzen. Jetzt sprechen Sie als einer der großen Player in diesem großen N, das hier aus der Taufe gehoben werden soll, als Oberbürgermeister von Erlangen. Jetzt gibt es logischerweise sehr viele Landkreise, die dazugehören. Stellvertretend ist der Herr Eckstein hier, an den ich nicht nur positive Erinnerungen habe. Herbert Eckstein ist, vielleicht stellen Sie sich selber ganz kurz vor, was Sie bis vor kurzem gemacht haben, welche schändliche Umtriebigkeiten Sie getan haben. Jetzt habe ich natürlich gedacht, er lobt mich. Ne? Ich hätte ihn jetzt ja da gelobt. Er war kein schlechter Linksaußen beim BOSTSV Nürnberg. Und ich war dann Schiedsrichter, ab und an habe ich auch in der Bezirksliga pfeifen dürfen, aber er war ein angenehmer Spieler. Und Linksaußen, glaube ich, braucht man in dem ganzen Spiel überhaupt, weil wenn man nur einen Flügel stark macht, dann kriegt der Mittelstürmer zu wenig Bälle. Wie sehen Sie gerade, was ich eben angesprochen habe mit dem Herrn Dr. Balleis, es ist sicherlich schwierig, die Landkreise und die Städte unter einen Hut zu bekommen, oder sehen Sie da überhaupt kein Problem? Das sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem, weil viele Menschen arbeiten in den Städten, viele Leute aus der Stadt kommen mittlerweile zu uns auch heraus. Und die Philosophie, die ich eigentlich vertrete, regionale Wirtschaftskreisläufe, beziehen sich ja nicht nur auf den landwirtschaftlichen Bereich, sondern auch viel mehr auf Handwerk, auf Erholung, auf Industrie. Und Gott sei Dank haben das jetzt auch die Städter kapiert. Wunderbar. Wenn wir auf der Landratsseite gleich bleiben, Herr Glauber, Landrat von Forchheim. Das ist ja, wenn man das vielleicht in bisherige Regierungsbezirke einteilen will, ist es nicht ganz so leicht. Wir kommen gleich auch noch in die Oberpfalz mit dem Herrn Karl. Forchheim gehört eigentlich schon zu Oberfranken, aber Sie sehen die starke Region, die siebtstärkste Wirtschaftsregion in Deutschland hier, die sich neu formieren will. Welche Stärken sehen Sie denn, an die Sie sich anhängen möchten? Ja, es ist so, der Landkreis Forchheim gehört zwar zu Oberfranken, aber tendiert wirtschaftlich sehr stark in den Raum Nürnberg, in die Region Nürnberg, und deshalb sind wir auch froh, dass wir dabei sind. Beim Herrn Karl ist die Geschichte vielleicht noch eine andere, denn er kommt aus der Oberpfalz, und die Oberpfälzer und die Franken, ich weiß nicht, ob die sich traditionell so mögen. Wie sehen Sie denn das Verhältnis? Und es bessert sich ja von Tag zu Tag, das sehen Sie schon daran, dass ich eingeladen worden bin. Also auch in dieser Richtung wird Entspannungspolitik betrieben. Also wissen Sie, da gibt es keine Glaubenskriege. Und um zum Ernst der Sache zu kommen, es sind ja sehr viele, die aus unserer Stadt, aus unserem Landkreis nach Nürnberg in die Arbeit fahren. Es sind auch sehr viele, die von der Nürnberger Gegend in Neumarkt sich angesiedelt haben, die dort ihre Wohnung gefunden haben. Und so ist der Austausch seit vielen Jahren geradezu problemlos. Und wir finden es in der Tat toll, dass uns die Nürnberger, die Erlangener, die Fürther mit eingeladen haben, in der Region mitzumachen. Da gehören wir geradezu logischerweise mit dazu, was die wirtschaftlichen Verflechtungen angehört. Und da wollen wir unseren Teil mit beitragen. Wir freuen uns alle, dass Sie heute hier sind, Herr Karl. Und ich glaube, es gibt ja auch schon seit Jahren freien Grenzverkehr zwischen Nürnberg und Neumarkt. Also das ist ja kein Thema mehr. Ja,
Sogar es gibt viele Fans des 1. FC Nürnberg bei uns, nicht? Also ich glaube, auch da lässt sich also der Bogen gut spannen. Und die Grenzen sind im Rahmen der Entspannungspolitik schon längstens offen. Da haben manche uns das nachgemacht. Herr Karl, danke Ihnen. Raum für starken Sport, das ist später auch noch ein Thema an diesem Gründungstag heute hier im Cinecittà in Nürnberg. Ich darf Sie bitten, hier oben mit auf der Bühne zu bleiben und darf die nächsten vier auf die Bühne bitten. Wollen wir an dieser Stelle schon anzünden? An dieser Stelle dürfen Sie schon drücken. Also, um die Verwirrung später nicht zu groß werden zu lassen, Sie dürfen jetzt dieses N langsam beginnen zu entflammen. So, also die ersten vier Quadrate leuchten. Beim großen N. Ich darf jetzt die nächsten vier auf die Bühne bitten. Ich sage extra nicht Herrschaften, weil ich freue mich ganz besonders. Ich gehe aus dem Alphabet ganz kurz raus auf die Frau Dr. Pauli, auf den Herrn Krug, den Herrn Reich und den Herrn Reimann. So, Frau Dr. Pauli, Ladies first, wollen wir doch auch an dieser Stelle so beginnen. Also, das Outfit ist das Außergewöhnlichste. Ich glaube, da werden mir all die Herren zustimmen in diesem Kreise. Frau Dr. Pauli, ich gebe Ihnen gleich mal das Mikrofon. Landrätin aus Fürth, wo sehen Sie denn die großen Stärken dieser Region Nürnberg, die aus der Taufe gehoben wird? Wir haben jetzt die Chance, dass dieses Neiddenken in der Region aufhört, das auch in den vergangenen Jahren oft dazu geführt hat, dass große Chancen verpasst worden sind. Es darf nicht mehr so sein in Zukunft, dass wenn einer eine besondere Förderung kriegt, beispielsweise die Stadt Fürth wegen hoher Arbeitslosigkeit, dass dann die Nachbarn sagen, warum gerade die und nicht wir. Wenn die Großstädte, wenn es in den Großstädten gut geht und wenn in den Großstädten Leben ist und Arbeitsplätze geschaffen werden, dann geht es auch dem Umland gut. Und dieses Denken, das bringt uns nach vorne. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Bundesrepublik und in Europa wieder ein ganz wichtiger Industrie- und Wirtschaftsstandort werden. Und damit haben wir auch Lebensqualität für die gesamte Region. Herr Krug, Sie sind das jüngste Mitglied, sage ich schon, sehr eindrucksvoll. Ich kann mir vorstellen, eine Stadt wie Erlangen muss doch froh sein, so ein Aushängeschild bei sich in der Stadt zu haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie dir alle Türen aufmachen. Ich stelle so dumme Fragen normalerweise nur, wenn ich genau weiß, dass die Antwort anders ist. Ines, wie ist es denn? Ja, ist gar nicht so. In Erlangen wird Handball sehr gefördert, aber Kunstradfahren wird halt gar nicht gefördert. Wie sieht das dann konkret aus im täglichen Geschäft? Wir kriegen nur zweimal in der Woche die Halle. Ich kann jeweils nur 1,5 Stunden trainieren, sehr wenig. Und naja, so ist es halt. Und das ist zu wenig, logischerweise, um national und international Spitze zu sein. Den Dr. Ballais habe ich gerade eben vermisst. Er sitzt nicht mehr in den... Wo ist er? Herr Dr. Ballais, an dieser Stelle müssen Sie eigentlich auf die Bühne kommen und müssen sagen, dass alles ganz anders ist. Wenn er nicht aufsteht, hat er jetzt ein Problem, Ines. Schauen wir uns jetzt mal von hier an. Meinst du, er hat ein Problem? Ich weiß nicht, er kommt jetzt. Ja, jetzt kommt er, jetzt hat er sich was überlegt. Er wollte es erst aussitzen, aber jetzt kommt er, Herr Dr. Ballais. Was machen wir denn jetzt? Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen Trainingsbedingungen schaffen. Ja, ich muss mir natürlich den konkreten Fall noch einmal genau mit Ihnen erörtern und natürlich auch mit denen, die über die Halle verfügen. Wir machen Folgendes, dass wir auf Verantwortung delegieren und dass nicht der Oberbürgermeister so per Order die Mufti dann einfach so sagt, also das machen wir jetzt ganz anders. Wir werden mit den Betroffenen nochmal drüber reden, ob wir längere Trainingszeiten kriegen und dann werden wir auch eine Lösung finden. Das klingt noch nicht richtig befriedigend, aber es heißt konkret, es tut sich was. Ja, aber natürlich. Wunderbar, Herr Dr. Ballais, hat auch dieser Auftritt heute gleich doppelten Sinn gehabt und ich darf Sie zwei schon mal in separé zurückbinden zum kleinen Dialog, wie das mit den Trainingsbedingungen in Zukunft sein wird.